Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich entschieden dagegen verwahren, auch im Sinne der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, dass das Recht auf eine persönliche Erklärung dazu missbraucht wird, hier allgemeine politische Erklärungen abzugeben. Das könnten wir dann nämlich auftun. Und wir können sehr gerne darüber diskutieren. Und lang und breit würden uns wahrscheinlich nicht einig darüber werden, wie weit der Begriff Antisemitismus geht und ob tatsächlich jede Form der Kritik an der Politik des Staates Israel, der konkreten Politik des Staates Israel, wohlgemerkt, bereits unter Antisemitismus zu fassen ist, was ich entschieden ablehnen würde. Aber hier ging es um eine persönliche Erklärung. Ich erinnere mich, dass mir bei einer ähnlichen Gelegenheit das Mikrofon abgedreht wurde, als ich mich in meinen Rechten als Stadtverordneter eingeschränkt fühlte durch bestimmte Vorgehensweisen, etwa bei der Haushaltsbewirtschaftung. Da wurde gesagt, das sei kein Raum für eine persönliche Erklärung. Ich möchte darum bitten, das auch entsprechend zu handhaben. Danke.